Ja, hallo zusammen, hier sind die Casual Theory Crafters, ich bin der Sebi und in meinem heutigen DayZ-Video zeige ich euch mal Namalsk Crisis, also eine weitere Custom Map für DayZ. Und ihr seht es hier gerade schön im Hintergrund, da gibt es mal schneebedeckte Berge und alles ist eine karge Landschaft irgendwo in Russland. Und Crisis im Titel, das lässt darauf schließen, dass hier einiges schief gelaufen ist und das haben die Mapper echt gut umgesetzt. Also hier gab es tatsächlich einen Krisenherd und jetzt ist alles zerstört und liegt ein wenig brach. Also hier gibt es jede Menge Ruinen oder auch wie diese Absturzstelle da gerade. Es gibt heruntergekommene Fabriken und das Setting an sich passt eigentlich ideal zu einer Zombie-Apokalypse mit der Infektion, wie wir sie aus Chernarus schon kennen. Schließt meiner Meinung nach nahtlos an Chernarus an. Also, und es ist vom Aufbau her, finde ich, die echt cool gemacht. Die Map ist einer meiner neuen Favoriten. Und sie bringt auch gleichzeitig noch ein paar eigene Features mit, die es so in DayZ bis jetzt noch nicht gab. Zum Beispiel pfeift hier der kalte Wind. Das hört man im Spiel auch ab und zu mal in den Umgebungsgeräuschen und das wirkt sich dementsprechend auf eure Körpertemperatur aus. Die fällt nämlich schneller als auf bisher den anderen Karten und dementsprechend müsst ihr euch des Öfteren mal mit Heatpacks vollstopfen oder aber, das haben sie nämlich die Macher auch ganz gut gelöst, ihr könnt andere Klamotten finden, also von Ghillie Suits über Camo Clothing bis zu gefütterten Uniformen und diese gefütterten Uniformen bewirken dann tatsächlich auch, dass eure Körpertemperatur einfach langsamer fällt beziehungsweise bei einem gewissen Punkt gar nicht mehr runtergeht und das finde ich echt nett. Also das ist der Vorteil, wenn die Macher der Map gleichzeitig auch den Port machen, da hat man keine zwei Parteien, die an unterschiedlichen Baustellen arbeiten, sondern es kommt alles aus einer Hand. Das ist auch gleichzeitig der Grund, warum es bei dayzdb.com direkt schon eine Loot-Map gibt, weil eben die Macher die Jungs da drüben angeschrieben haben und haben ihnen alle Infos und alle benötigten Texturen und Bilder gegeben, also musste ich euch diesmal keine eigene Karte erstellen. Hätte ich sicherlich gerne gemacht, aber ist nicht nötig. Was auf der Map ebenfalls zu bemerken ist, dass es über 90 neue Gebäude mit insgesamt 1500 neuen Loot-Spots gibt. Also ich sitze hier zum Beispiel auf einem so einem Überwachungsturm in der Nähe von der Militärbasis. Da rechts seht ihr auch das Modell, wo ich gerade drauf bin. Und ich gehe gleich noch auf einen anderen, der so mit Treppen ausgestattet ist. Und diese Überwachungstürme zählen immer als Military Loot. Das heißt, es gibt auf dieser Karte echt sehr viele Spots, wo Militär Loot droppen kann. Gleichzeitig ist es aber pro Gebäude nicht so viel wie zum Beispiel in den klassischen Chernarus Baracken, die es hier auch wieder gibt. Aber eben hier bei Türmen und Hochsitzen könnt ihr euch auch equippen. Die Mischung ist, ja, ich sag mal, ein bisschen zu viel Military Loot für meinen Geschmack. Aber jeder wie er will und es stört jetzt nicht so sehr. Sorgt halt einfach dafür, dass man schneller gut equipped ist. Es gibt auf der anderen Seite natürlich neben den Military-Sachen auch normale, zivile oder Industriegebäude, die neu dazugekommen sind. Zum Beispiel hier diese Lagerhalle bzw. Fabrik mit den Ziegelsteinen. Und hier kann man überall mit Leitern hochklettern, kann auf das Dach, kann auf so einen Anbau, der davor noch steht und von hier dann mit der DMR oder Sniper eurer Wahl Ausschau halten nach neuen Zielen oder sich einfach mal kurz erholen, was essen, was trinken und dann wieder in die Schlacht stürzen. Ist echt eine schöne Map, meiner Meinung nach. Auch die Eisenbahnbrücke, die habt ihr im Überflug eben ja auch schon mal kurz gesehen. Hier spawnt Industrieloot. Finde ich hübsch gemacht, verbindet die zwei Hauptinseln dieser Karte. Und hier haben wir noch so ein Labor, was eingerichtet ist mit so ein paar alten Anzeigen, einem Fernseher, Bücherregal und den Mannschaftsbetten da drinne. Und ja, macht Spaß auf der Karte rumzudümpeln. Was auch auf der Map anders ist als auf den bisherigen Maps, ist, dass es die dynamischen Heli-Crash-Sites nach jedem Server-Restart, die gibt es gar nicht mehr. Die haben sie also rausgenommen. Und dafür gibt es diese statischen Helikopter-Sites hier, wo ihr mit Loot-Flipping nach Herzenslust euch eure Waffen farmen könnt. Es gibt insgesamt weniger Loot an den Crash-Sites und es braucht, glaube ich, auch länger, bis es respawnt. Aber wie gesagt, es gibt keine dynamischen mehr, die hin und her warpen nach jedem Restart, sondern das ist alles fest. Das Parfing der Zombies ist so der einzige Bug, den ich bis jetzt gefunden habe. Also da seht ihr die Suizid-Zombies, die da runterspringen. Ich bin mir sicher, das kann man auch noch beheben, sonst läuft die eigentlich größtenteils fehlerfrei. Mir ist so nichts aufgefallen. Es gibt ebenfalls neue Fahrzeuge, bzw. zwei neue Helikopter, nämlich zum einen den schwer bewaffneten KA-60 Kasatka. Der hat einen Granatwerfer und Raketen an Bord. Und für die Pazifisten unter euch gibt es auch den zivilen Transporthubschrauber MI-17. Ja, zudem die ganzen alten, bekannten Fahrzeuge, wie zum Beispiel hier den UAZ oder den Ural oder die Fahrräder, verteilt auf 35 verschiedene Spawn-Locations auf der ganzen Map. Was man allerdings beachten musste, das war mir zumindest passiert, parkt es nicht immer mitten auf der Straße, denn dann kann es auch mal ganz schnell vorkommen, dass ihr das Ding mitten in der Zombie-Apokalypse geklaut bekommt und dann wieder zu Fuß unterwegs seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken dieser Karte. Sie wird sicherlich auch noch im DayZ-Commander auftauchen und immer schön Augen nach Scharfschützen aufhalten. Dann lebt ihr länger.
Ich sag ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.